Hübschen. Heute ein Dankbarkeitsvideo an Mary Rose. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht habe. Ich gucke gleich nochmal. Auf jeden Fall möchte ich Mary Rose ein Dankeschön schicken. Ja, ein Dankeschön, ein herzliches Dankeschön. Liebe Mary, ich meine Mary Rose gibt es ja schon lange, lange Zeit, macht sie Schlager und wirklich tolle Lieder und ich habe sie mit 16 das erste Mal live erlebt und gesehen und wollte eigentlich, ich wollte mit ihr ein Foto zusammen machen. Und natürlich war sie und sie schon immer älter als ich gewesen. Und da ist so eine Situation passiert, also gewesen, die mir im Kopf geblieben ist. Und vielleicht hat sie es leider schon vergessen, weil es ist wirklich viel, wenn man so viele Jahre schon Musik macht und immer mit so vielen Menschen zu tun hat. So, auf jeden Fall wollte ich mit ihr ein Bildchen machen. Das Bild ist leider nichts geworden, weil irgendwie konnte meine Mutter nicht richtig fotografieren oder so. Oder die Kamera war nicht so ganz so toll. Ich meine, das war ja auch so ein altes Modell, so mit Drehrädchen und so. Naja, auf jeden Fall hatte Mary dann diese Idee, komm, wir setzen uns auf diesen Podest hier. Also das war so ein Ding da, wo die halt die Autogramm gegeben haben, die Künstler auf diese Hitparaden, Konzert, Tour, wie auch immer. Und dann ist sie... Also das war schon ein bisschen höher, ja. Und ich bin ja so, ich bin leider unsportlich schon immer gewesen. Also jetzt ein bisschen sportlicher als früher. Und deswegen sage ich das euch jetzt, was da gewesen ist. Also, und Mary auch nochmal. Sie ist halt auf diesen Podest gesprungen und sagte so, komm her, Mädchen. Komm her, also ich bin ja 16 gewesen. Komm her, Mädchen, komm hier hoch, wir machen ein Foto. So. Ich kam da nicht hoch, Leute. Ich kam da nicht hoch, so wie Mary hat einen Sprung und einen Satz gemacht. So, ja. Und sie ist ja eigentlich auch so ein bisschen so groß wie ich, ja. Sie ist eigentlich so groß wie ich. So ähnlich. Ein paar Zentimeter Unterschied, ist egal. Auf jeden Fall hat sie dann zu mir gesagt, hey Mädchen, komm hoch. Und dann kam ich nicht hoch und dann sagt sie, du bist aber ein Kartoffelsack. Ja, und das ist noch positiv. Also andere würden sagen, ja toll, ne. Aber ist es für mich positiv in Erinnerung geblieben, weil sie hat ja recht gehabt irgendwie. Ich kam halt nicht hoch. Ich bin dann irgendwie nach 3 Versuchen bin ich dann irgendwie hochgekommen. Sie hat auch noch gesagt, soll ich dir irgendwie helfen, wie auch immer. Und dann haben wir halt versucht, also nicht versucht, sondern es wurde ein Foto gemacht, das leider nichts geworden ist, aber ist egal. In den Jahren so bis jetzt haben wir uns zwischendurch natürlich wieder gesehen. Und Fotos sind dann auch was geworden irgendwann. Und 2016 habe ich sie dann das letzte Mal live erlebt und gesehen. Und da danke ich dir wirklich, Mary. Das war so schön. Das war auch wieder so eine Sache für sich. Sie hat mich erkannt, ne? So. Dann habe ich dieses Konzert da erlebt mit ihr und dann Autogrammstunde, habe Autogramm geholt mir auch wieder und so. Und sie hat sich auch bedankt, dass ich da war und so. Haben wir uns ein bisschen unterhalten und ich hatte in den Jahren Mützenzeit, ja, könnte man blau, sie hat blau gesagt, es ist aber so türkis, das war also diese, meine schöne, ich sag mal, meine lieblingsschöne Farbe, grün irgendwie so, es war eine Wollmütze, also so eine Wintermütze. Und sie sagte dann so, ich habe dich gar nicht, mit deiner Mütze habe ich dich gar nicht so erkannt, du Schlumpf. Also so, oder so, du bist ja wie ein Schlumpf, so. Und ich habe nur gedacht, ja, Mary, dein Humor und deine Sache und dein, ah, danke, Mary, echt, ich habe so in mir gelacht und habe gedacht, ja, super, danke. Ich meine, wir haben auch so das Bild gemacht, ich hatte die Mütze gar nicht abgemacht mit dieses Foto. Das Foto ist online auf meiner Künstler-Facebook-Seite. Könnt ihr euch gerne angucken. Mary Rose und ich mit meiner Schlumpfmütze. Sie so gesagt. Und Mary, danke für jede Zeit, die wir hatten. Für jedes kleine Gespräch, auch wenn es nur ein paar Sekunden, Minuten sind. Für jedes Konzert, für jedes, was wir hatten so in den letzten Jahren. Und auch für die erste Zeit, oder nicht nur die erste Zeit, sondern für diesen Kartoffelsack, den du mich benannt hast. Und dann diesen Schlumpf. Nach ein paar Jahren, also 2016, ich bin ein Schlumpf geworden, Mary Rose. Und
Danke, ehrlich. Und eigentlich, Mary, ich weiß, du hattest recht und du hast immer recht gehabt mit dem Kartoffelsack schon zuerst und mit dem kleinen Schlumpf. Aber ihr könnt's jetzt, ich kann ja sagen, liebe Mary, guck, ich habe keine Mütze auf. Ich meine, es war auch in der Halle, wir waren ja nicht mal draußen. Ich hätte ja die Mütze abnehmen können, ne? Ah, ich war noch nicht so weit, gib's zu. Und Mary, also jetzt kann ich auch auf diesem Podest hochspringen, Leute. Also Mary auch. Also ich denke, diesmal kriegen wir das beide zusammen mit einem Satz hin. Also mit einem. So, und wenn wir dann irgendwann mal wieder zusammentreffen, vielleicht kommen wir nochmal da drauf zurück. Und wir springen dann irgendwo hoch und machen dann ein schönes Foto ohne Mütze und mit einem Satz, also mit einem Hochsprung. Und ich danke dir von Herzen auch für jede Zeile und auch wenn es nur ein kleines Autogramm oder für jedes Wort, was du da auf der Autogrammkarte oder so, wie auch immer, geschrieben hast. Es erfüllt mich so. Es erfüllt mich so. Und ja, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Und vielleicht habe ich auch schon ein Video für dich gemacht, dann ist es hier das zweite. Ich lade es nochmal hoch oder ich schaue mir nochmal das andere an, wie auch immer. Oder wechsel das, wie auch immer, weil ich dich gerade so in mir habe, so nicht nur immer, sondern weil ich so gedacht habe, so aufrecht gehen, ja, ich gehe aufrecht gehen. Das ist ein Lied von dir und das höre ich jetzt irgendwie, ist mir das gekommen seit ein paar Tagen und ich habe gedacht, ja, aufrecht gehen, wir gehen aufrecht, yuppie, wir gehen beide aufrecht und auch wenn wir fallen, stehen wir wieder auf und springen dann auf den Podest, wie auch immer. Und dann machen wir vielleicht irgendwann mal noch ein richtig tolles Fest daraus. Ich wünsche dir und ich wünsche allen eine schöne Zeit. Lasst euch nur gut gehen. Bis dann. Ciao.